Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Osterhasen-Bastelstunde. Dazu brauchen wir jetzt erst einmal ein weißes quadratisches Blatt Papier, kann auch eine andere Farbe haben. Und das falten wir jetzt mal hier so in die Mitte. Ist es wichtig, dass das ganz genau in der Mitte gefalten wird? Sollte man schon machen, ja. Sehr gut. So, wenn wir das dann haben, dann falten wir es wieder auf, weil das ist unsere Mittellinie. Jetzt nehmen wir die Kante hier oben und falten sie auf unsere Mittellinie. Das heißt, wir vierteln das Papier jetzt. Ja, das stimmt sozusagen. Und das machen wir mit der hier auch. Das ist so ähnlich wie Papierflieger basteln. So, und wenn wir das jetzt haben, müsste das ungefähr so ausschauen. Und jetzt werden wir diese Kante hier auf die Mittellinie falten. Das geht ganz einfach. Macht man das mit allen vier Ecken? Ja, das macht man jetzt mit allen vier Ecken. So. Und auch hier ist es wieder wichtig, dass man das möglichst genau macht, oder? Ja. So, das müsste dann so ausschauen. Jetzt, das machen wir dann auch bei vier Ecken, heben wir die Kante. Heben wir das so auf und versuchen, diese Kante hier auf die Kante da unten zu bringen. Das machen wir. Man dreht die Faltkanten genau um, kann man das so sagen? Genau. Dann haben wir das jetzt hier, da steht das so als Lasche dann so ein bisschen ab. Das machen wir jetzt bei allen Vieren. Okay, jetzt kommt das dritte. Und das letzte, die letzte Ecke. Okay, jetzt hast du alle vier Ecken umgedreht, wie geht's weiter? Jetzt nehmen wir diese Laschen hier und kippen sie da so nach unten. Da streichen wir sie ein bisschen fest. Dann nehmen wir alle. Wieder auf allen vier Seiten. Das heißt, die sollten sich in der Mitte genau auf dem Spitz treffen, kann man sagen. Ja, okay. Genau im Mittelpunkt. Dann drehen wir das ein bisschen um und machen das so, dass das von unten hier nach vorne kommt. Das heißt, die untere Lasche schaut jetzt wieder hinaus sozusagen. Ja, jetzt ist hier offen und dann in der Mitte dazu. Jetzt drehen wir es wieder und jetzt fangen wir mal mit den Ohren an. Dazu falten wir diese Kante hier auf die Mittellinie. Das wären nachher nur die Ohren vom Hasen. Ja, schon mal der Anfang auf jeden Fall. Auf der anderen Seite auch, aber nicht bei allen vier, sondern nur bei diesen zwei. Jetzt schaut wirklich aus wie Papierfliegerfall. Ja, jetzt müssen wir von hier unten dieses Spitzerl so nach oben bekommen. Das sind dann die Ohren und der Kopf. Jetzt wird das Ganze in der Mitte gefalten. Und damit der Kopf nicht so nach hinten schaut, wird er ein bisschen so nach oben gewogen. Zeig das nochmal genau her. So, von hier wird es danach hinaufgebogen. Ah, jetzt sieht man schon den Kopf mit den Ohren. Festgestriffen. Jetzt müssen wir diese Kante hier auf die da nach unten bringen. Dann nehmen wir beide Schichten und falten sie da hinunter. Das muss jetzt auch festgestriffen werden, weil das ist eine wichtige Hilfslinie. Das ist jetzt nicht an dem Knick, der da war, sondern ein bisschen weiter als der ursprüngliche. Ja, genau. Hier ist der vorige Knick und jetzt ist da. Jetzt müssen wir von unten ein bisschen aufhalten und da hinein und... Also wieder sozusagen umdrehen, kann man sagen. Und fest. Das sind hier nämlich jetzt schon die Füße. Jetzt wird da hinten das ein bisschen aufgefalten. Auf der anderen Seite genauso. Ist es, damit es nachher noch besser steht? Ja, das wären sozusagen die Hinterfüße und die werden jetzt hineingebogen. Also wieder erst hinaus und dann hinein. So, und jetzt müssen wir noch die Nase, damit sie nicht ganz so spitz ist, da ein bisschen hinein. Und die Ohren werden hier in diesem Loch hier genommen und ein bisschen hinausgefedert. Also werden die Löffel aufgebogen, könnte man sagen. Ja, und jetzt kommt doch das Wichtigste, nämlich die Augen natürlich. Auf beiden Seiten natürlich. Und wenn wir das dann haben wir einen hübschen kleinen Osterhasen. Schaut toll aus, danke.